Moin, moin, Leute. Willkommen zurück zum zweiten Ende von The Bard's Tale. Ja, das Spiel bricht am Ende immer ab. Also, wie ihr im letzten Video gesehen habt, bin ich herausgeflogen einfach und konnte mich nicht mehr verabschieden und nichts. Das ist normal. Da packt es das Spiel irgendwie nicht mehr. Ganz komisch. Egal, wir machen weiter mit Kaylee und entscheiden uns jetzt mal dafür. Das Herz ist nur ein Muskel, nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht habe ich euch unterschätzt. Wer so dumm ist zu glauben, dass das Herz irgendwas mit der Liebe zu tun hat, was auch immer das ist, der lebt in einer Fantasiewelt. Andererseits lag ich vielleicht doch nicht so verkehrt. Das Herz pumpt nur Blut dorthin, wo es gebraucht wird. Und das ist alles, worauf es mir ankommt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Vielleicht hatte ich von Anfang an recht. Und nachdem ich Kaylee gesehen und eure Geschichte gehört habe? Ihr meint, nachdem ihr die Wahrheit gehört habt. Tja, ich muss sagen, dass ich hin und her gerissen bin. Normalerweise würde ich in einer solchen Situation eine Münze werfen. Ich habe hier eine Münze. Aber da sie heiß aussieht und ihr nicht, und da sie mehr Münzen hat, als ich je brauchen werde, warum sollte ich Zeit verschwenden? Tut mir leid, mein Freund, aber eure Geschichte ist Quark. Sie soll 1000 Jahre alt sein? Also bitte. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann, mein Liebster. Wenn euer Herz mal Blut nach oben und nicht nur nach unten pumpen würde, wäre euch klar, was für einen katastrophalen Fehler ihr begeht. Was, seid ihr blind? Seht sie euch doch an. Wenn ihr euch auf Kaylees Seite schlagt, wird dieses Land in ewiger Dunkelheit versinken. Oh, zu zweit kann man im Dunkeln viel Spaß haben. Ihr seid wirklich ein Idiot. Aber ich werde euren Torheiten jetzt Einhalt gebieten. Macht euch bereit zu sterben. Na schön. Prinzessin, wartet bitte mal eine Minute oder zwei. Ich bin gleich zurück. So, dann werden wir jetzt mal Finnek aus dem Leben klatschen. So, mal gucken, was Finnek so drauf hat. Also Kaylee war als Endboss auch ein Witz auf 5 Füßen und ich habe so das Gefühl, dass Finnek genauso wenig drauf hat. Ja, genau, sowas habe ich nämlich erwartet, dass er ein bisschen was beschwören kann und mehr auch nicht. Ja, ich werde ihn jetzt aus dem Leben klatschen und melde mich, sobald er down ist. Bis gleich. So Leute, willkommen zurück. Auch Finnek ist im Arsch. Ein Menennenzauber reicht hier vollkommen aus, um den Typen so aus dem Leben zu klatschen. Und das war es auch mit Finnek. Ja, sehr, sehr gut. Aber auch wieder viel, viel, viel zu einfach. Also auch sehr, sehr, finde ich, unspektakulär, der Endboss. Aber ist ja auch egal. Ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht ab. Wenn ja, dann tut's mir leid. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann noch in einem letzten Video. Wenn ich euch kämpfen sehe, kocht mein Blut für euch. Ihr habt es geschafft. Ihr habt mich befreit. Genug der Worte, Prinzessin. Bevor wir uns umarmen, muss ich meine wahre Gestalt annehmen. Ich dachte, das passiert erst nach ungefähr 10 Jahren Ehe. Oh, es wird euch gefallen. Oh, verflucht. Dieser tote Typ hatte recht. Ihr seid die Königin der Finsternis. Natürlich. Aber spielt das wirklich eine Rolle? Wie fühlt ihr euch an der Seite der Herrscherin der Unterwelt?
jede Frau, mit der ich bislang was hatte, erwies sich später als ziemliches Höllenweib. Und ihr seid wirklich eines. Das könnte spaßig werden. Bittet mich nie wieder, die Geschichte dieses Volltrottels zu erzählen. Das habe ich gehört.